Hallo zusammen, ihr absolut geilen Stecher. Ja, Liebe geht raus, Dankeschön fürs Zuschauen und ich werde jetzt das Video wieder beenden. Nein, Spaß. Ne, wir gucken uns heute, also für die Leute, die es nicht wissen, es ist erst vor kurzem auf meinem Hauptkanal ein Video online gekommen. Also es müsste, ich nehme das jetzt gerade eben hier am 1.12. auf, aber am 1.12. müsste ein Video kommen zu Tim Jacken, zu diesem Thema. Also pass auf, und zwar um was es jetzt gerade eben geht. TJ hat ein Video hochgeladen, das werden wir jetzt auch gleich noch sehen. TJ hat ein Video hochgeladen mit dieser Fortnite-YouTuber missbraucht kleine Kinder, hat im Thumbnail Flakes eingeblendet und keine Ahnung, Thumbnail stand noch, er nutzt Kinder aus und sowas. Und er hat jetzt ein Statement gemacht mit ich missbrauche Kinder für meine Videos Statement. Also erstmal, das Wort Missbrauch ist sehr, sehr hart gewählt und geht eigentlich gar nicht fit, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt hier passiert und was er jetzt hier sagt. Also ich kenne es im Prinzip schon, aber ich möchte nochmal euch das zeigen, auch nochmal mit euch darauf reagieren, weil jetzt habe ich nochmal eine reflektiertere Meinung und kann dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich dazu auch nochmal ein bisschen was mir angeguckt habe, ja. TJ hat, by the way, auch darunter kommentiert, können wir nachher auch noch anschauen und ja, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Geht 17 Minuten 30. Wir werden das Ganze einfach mal ein bisschen schneller stellen auf 1,5. Ich hoffe, das funktioniert oder 1,25 dann. Bitte, viele von euch haben auf dieses Video gewartet. Ich bin euch eine Erklärung schuldig. Für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Video geht, der YouTuber Tim Jacken hat ein Video über mich hochgeladen mit dem Titel Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine Videos. Und Leute, bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich nur... Ja, das, ey, ohne Scheiß geht gar nicht. Zu sagen, er missbraucht Kinder für Videos, weil das kommt jetzt nicht rüber wie, der nutzt halt Kinder aus, sondern das kommt halt rüber wie, er missbraucht Kinder. Also... Das ist ein Clickbait-Titel, der zu weit geht und womit ich auch ein sehr großes Problem hätte, wenn das bei mir gemacht werden würde. Ja, weil er, also ich sag mal so, ein DJ müsste sich mal einfach in seine Lage versetzen und ja, keine Ahnung, es geht halt gar nicht fit, ne? Der Titel geht gar nicht fit. DJ hat das mittlerweile auch wieder geändert, ne? Das wird jetzt hier nicht gesagt, aber DJ hat mittlerweile den Titel geändert mit dieser Fortnite-YouTuber nutzt kleine Kinder aus, ja. Also, das ist immerhin passiert, aber trotzdem, das ist ein anderer Clickbait. Nur noch mal kurz gesagt haben, dass das mein erstes Reaction-Video in dieser Art ist und ihr bitte nicht zu streng mit mir sein sollt. Und ich bin auch etwas ernster in diesem Video, weil mich der Titel halt echt getroffen hat. Aber jetzt, let's go mit dem Video. Jetzt eine Frage an dich, Tim Jacken. Wieso muss man so ein hässliches und mieses Wort in den Titel verwenden und mich so in den Dreck ziehen, obwohl es um Fortnite-Videos geht? Denn Leute, die dich nicht kennen, die mich nicht kennen, schauen sich diesen Titel an, schauen sich das Thumbnail an mit dem Zensurbalken auf meinen Augen und denken, ich wäre der größte Verbrecher. Ich will nicht sagen, dass ich unschuldig bin, aber mit dem Wort missbraucht bringt man so einiges in Verbindung. Ja, also... Ey, da brauchst du auch gar nicht sagen, ich will nicht sagen, dass ich unschuldig bin. Ja, in der Thematik, die da vielleicht angesprochen wurde, aber auf dieses Thumbnail und diesen Titel bezogen, bist du komplett unschuldig, weil du hast hier kein Kind missbraucht. What the fuck, Alter? Ey, das ist wirklich so eine Sache. Ey, das ist dieser ganz, ganz weirde Clickbait, wo es halt wirklich schon an Rufschädigung grenzt. Ja, wie gesagt, so, ich habe nichts, ich hatte mal eine Zeit lang so dieses Denken, wo ich mir dachte, ey, wirklich TJ, wie es sich manchmal so gibt, unangenehm, also ist nicht meine Art so, aber der macht ja trotzdem jetzt nicht unbedingt schlechten Content, ne? Und ich fand auch so die letzten Videos, da hat er öfter mal ins Klo gegriffen, das mit Max Emre, jetzt das Thema. Und davor lief es aber ganz gut, da habe ich mir auch die Videos ganz gern angeschaut, aber jetzt so mit den letzten zwei Videos wieder, oder mit den Themen, so, keine Ahnung, Mann, ey, da hat er sich wirklich keinen Gefallen getan, so, also zumindest... Er hat ja anderen Unrecht getan. Natürlich wird er viel befürwortet, weil Leute kennen ja immer nur eine Seite. Und wenn sich die andere Seite äußert, dann hat das Video halt nur 88.000 Aufrufe, obwohl das Video von einem TJ zum Beispiel 300.000 Aufrufe über ihn hat, ne? Außer vielleicht, dass ich gestellte Fortnite-Videos mit Kindern aufnehme. Und du selbst benutzt dieses Wort missbraucht nicht mal ein einziges Mal in deinem Video. Stattdessen benutzt du Wörter wie diese hier. Der teils Kleinkinder dafür benutzt, wird von diesem YouTuber ausgenutzt, Kinder unter 10 Jahren mit hineinzieht, von Flex ausgenutzt wurde. Nicht nur ich bin dieser Meinung, sogar deine eigene Community hat dir in die Kommentare geschrieben, wie krass missverständlich dieses Wort. Ihr dachtet schon sexuell. Also ihr seht es gerade nicht, aber ihr steht schon, dachte schon sexuell, ist missbraucht, nicht ein bisschen missverständlich. Starkes Video, finde nur, dass das Wort missbraucht nicht passt, da ich und bestimmt auch viele andere unter dem Wort etwas anderes verstehen. Vielleicht ist missbraucht der falsche Terminus, Tim. Finde ich auch, finde ich krass, wirklich. Aber guck mal, diese Kommentare haben alle keine Likes, ja. Es haben Leute reingeschrieben, aber es wird noch nicht mal hochgevotet, damit es Tim, damit man einfach mal sehen kann, ey... Tim, lass es wirklich mal sein. Ja, weil Tim geht dann... Tim hat erst auch den Titel geändert, erst viel später. Also Tim hatte hier ein Statement gemacht, oder hatte hier etwas dazu gesagt, was übrigens übel cringe ist, diese Antwort, vor 5 Tagen und hat aber erst vor 2 Tagen oder so, hat er erst den Titel geändert. Ja, anstatt darauf direkt einzugehen, den Titel zu ändern, hat er das erst deutlich später gemacht, aber ich bin froh, dass er es überhaupt gemacht hat, weil das wäre schon sonst... das wäre schon ganz schön belastend, ne?
ist und wie übertrieben der Titel ist und dass man aufpassen sollte, was für Wörter man benutzt. Zudem haben YouTuber auf dein Video reagiert und als sie den Titel gesehen haben, waren die Reaktionen so. Oha, was ist das für ein Titel, Bro? Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine Videos. Dani! Bro, also das ist der Titel, also unabhängig, was da jetzt drin passiert, ich muss halt, also wir gucken jetzt erstmal rein, aber den Titel finde ich krank, Bro. Fortnite-YouTuber missbraucht Kinder für seine Videos. Oh, krasser Titel, ne? Bin mal gespannt, worüber es geht. Ich selber muss zugeben, dass ich ab und zu clickbaite und krasse Titel benutze, um so viele Klicks wie möglich zu generieren. Aber bei so einem... Aber da muss ich sagen... Also er sagt jetzt, er clickbaitet und so und das gibt er auch komplett zu. Macht aber TJ auch, ne, in der Hinsicht. Ein Begriff, da hört der Spaß wirklich auf und das fand ich echt unkorrekt von dir. Es gehen auch so viele TikToks gerade rum, die über Millionen Views insgesamt generiert Alter. Haben. Und ja, auch in diesen Videos Wahnsinn. Wird dein Begriff benutzt, den du in deinen Titel gewählt hast. Ist ja logisch. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich durch dein Video jetzt richtig viel Hate bekommen habe, aber mein Problem ist es halt, dass die Kommentare nur mit diesem Begriff vollgespammt werden. Und wenn jemand Neues auf meinen Kanal geht, dein Video nicht gesehen hat und gar nicht weiß, um was es geht, sieht halt diese Kommentare und drückt mir halt direkt so einen Stempel auf. Das ist halt einfach mein Problem. Ja. Aber zum Glück gibt es ja von YouTube eine Filterfunktion und dank dieser Filterfunktion habe ich jetzt so eingestellt, dass Kommentare mit diesem Begriff automatisch ausgeblendet werden. In Zukunft wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du dir über deine Titel ein bisschen mehr Gedanken machst. Aber jetzt genug über den Titel, schauen wir uns das Video mal an. Flake sieht, wenn man den Kanal beobachtet, halt aus wie, ich sag mal, so ein Standard-Fortnite-YouTuber. Und ich hatte den Kanal auch Retalk null auf dem Schirm und ich hatte auch kein Video. Flake, also wir gucken mal, was hat er sich... Okay, er hat sich angeguckt, Zeno, und ich kaufe einen Fortnite-Trailer. Also er hat halt zwei Videos von Flakes angeschaut, ne? Zwei Videos. Okay, weil das Lustige ist, TJ bezieht sich dann auch wirklich nur auf die, sagen wir so, eigentlich nur auf das Video hier. Und selbst mit dem Video hat er dann reingeschissen. Das muss man einfach so, da muss man objektiv einfach so sagen, dass TJ da richtig Mist gelabert hat. Aber das werden wir uns dann noch anschauen. Ich sag mal, so ein Standard-Fortnite-YouTuber. Und ich hatte den Kanal auch Retalk null auf dem Schirm. Und ich hätte auch kein Video über ihn gemacht, wenn sich nicht eine besorgte Mutter bei mir gemeldet hat, die meinte, ey, mein Sohn wird von diesem YouTuber ausgenutzt und wegen ihm wird mein Sohn jetzt im Internet runtergemacht. Okay, krass. Eine besorgte Mutter hat sich also bei dir gemeldet. By the way. Der Sohn ist unbekannt, der Sohn ist anonym und der kann eigentlich, ja, der wird halt anonym runtergemacht, aber unter irgendeinem Pseudonym, was halt auch gar keinen Sinn macht. Also der Sohn wird dann nicht erkannt auf der Straße, also man weiß halt nicht, wer dahinter steckt. Das nur mal so als Info. Und ich habe mit dem Sohn ein Video aufgenommen, er wurde dann im Internet beleidigt und runtergemacht. Kann ich voll und ganz verstehen, dass sich da eine Mutter Sorgen macht und möchte, dass das Video runtergenommen wird. Was genau in dem Video passiert ist, was ich mit dem Jungen aufgenommen habe, werdet ihr gleich noch sehen, darüber werde ich auch noch reden. Was ich aber nicht ganz verstehen kann, ist, wieso sich diese Mutter bei dir gemeldet hat. Du hast nichts damit zu tun, nichts mit mir zu tun, nichts mit dem Jungen wahrscheinlich, nichts mit dem Video. Aber die Mutter meldet sich bei einem Dritten, also bei dir, bei Tim Jacken, und beschwert sich, dass ich ein Video mit dem Jungen aufgenommen habe, der beleidigt wurde und ich das Video runternehmen soll. Da stelle ich mir die Frage, wieso wurde ich nicht kontaktiert? In der Videobeschreibung von diesem Video selbst gibt es genug Kontaktmöglichkeiten wie Instagram und sogar eine E-Mail, wo man hätte mich kontaktieren können. Aber nein, ich habe sogar nochmal zur Sicherheit vom 22. By the way, E-Mails, ne? Wenn du jemanden eine E-Mail schreibst, der Creator liest diese E-Mail. Es ist so. Da kannst du auch von mir aus bei Rezo oder so, auch bei großen YouTubern, die lesen diese E-Mails, weil das die Business-E-Mails sind und dort bekommen die normalerweise Kooperationsanfragen von anderen Firmen und natürlich guckst du da immer mal rein, weil du willst ja auch eventuell kooperieren mit irgendwelchen Firmen und so weiter. Das heißt, du liest auf jeden Fall die E-Mails. Das heißt, wenn sowas Dringliches ist, ne, wo es wirklich um was geht, dann kannst du auch eine E-Mail schreiben. Ansonsten ist das ja für Business gedacht. Ja, dass die Mutter dann zu TJ geht, ist halt auch wieder anders los. Dass die Mutter sich bei TJ im Video zeigt, und damit sozusagen das Kind nicht mehr anonym ist, weil man weiß dann, wer das Kind ist. Das ist so dumm. Damit wirklich, das ist wirklich, aber das sind so teilweise Eltern, die komplett unreflektiert irgendeine Scheiße machen und dann wirklich am Ende die Kacke am Dampfen ist, weil dann das Kind dann wirklich noch gemobbt wird irgendwo oder erkannt wird. Am 10., wo das Video online gekommen ist, meine kompletten Nachrichten durchgeschaut, meine E-Mails durchgeschaut, aber ich habe keine Nachricht von einer besorgten Mutter bekommen, dass ich das Video runternehmen soll. Hätte ich eine Nachricht gesehen, hätte ich das ja sofort gemacht, denn ich musste über dein Video erfahren, dass jemand unzufrieden ist und Probleme mit dem Video hat und ich das Video runternehmen soll, was ich auch dann sofort gemacht habe, als ich dein Video gesehen habe. Ich finde es einfach nur schade, dass ich von jemand anderem erfahren muss, dass ich das Video runternehmen soll und dass es dem Jungen dabei nicht gut geht. Und jetzt kommen wir zum, wie du sagst, lustigen Teil des Videos. Weil Flakes hat sehr oft sehr lustige und weirde Sachen in seinem Tag stehen. Natürlich der Klassiker, YouTuber einen Tag schreiben, ohne dass diese YouTuber überhaupt im Video vorkommen. Sowas wie Standard-Skill, Spontaner Black, Monte Fortnite Stream Sniper, Fortnite, cool. Sowas eben. Aber eben auch damn weirde Sachen wie Junge verliebt sich in Mädchen, Liebe wegen Geld, Mädchen klären in Fortnite, Fortnite-Mädchen, Fortnite-Liebe und süßes Mädchen. Wir sehen, wie er hier probiert halt Klicks. Aber nicht lecker Mädchen, ne? Weil für TJ müsste es doch in Ordnung sein, wenn da lecker Mädchen drin. Nee, Spaß. Ja, nee, das finde ich aber auch nicht nice, wenn irgendwelche Random-Tags benutzt werden, damit es einfach irgendwo mehr angezeigt wird. Du machst dich darüber lustig, dass ich damn weirde Tags verwende, aber selbst machst du es nicht besser. Ich bin mal interessehalber auf deinen Kanal gegangen und habe auf das neueste Video geklickt, bin in die Tags gespannt. Gegangen und sehe den Tag Rezo. Rezo ist ein YouTuber, der relativ groß ist, du hast wahrscheinlich was mit dem zu tun, aber egal, es spielt ja nicht zur Sache. Ich musste mir leider das komplette... Das stimmt, da muss man auch an der Stelle sagen, wenn der Rezo nicht mit vorkommt, der hatte, glaube ich, fast überall Rezo mit drinstehen. Ja...
Die Techstar, gut, ich sag mal, es ist halt ein YouTuber, der drin steht und TJ und Rezo, TJ war der Cutter von Rezo, wird halt viel in Zusammenhang gebracht, deswegen kann ich das noch halbwegs verstehen, warum da auch teilweise Rezo mit drin steht. Aber ansonsten habe ich auch mal nachgeschaut, ja, jetzt vor dieser Reaction habe ich nochmal nachgeschaut, er hat fast nie irreführende Tags. Also es muss ja an der Stelle auch TJ zugute halten, das ist dann bei Flakes eher weniger der Fall. Also ich finde, da geht der Punkt eher an TJ, ja, das muss man an der Stelle echt sagen. Video anschauen, um zu gucken, ob Rezo in deinem Video vorkommt. Okay, tut mir leid. Rezo ist im Intro vorhanden und deswegen kommt er ja im Video vor. Das heißt, ich kann mir jetzt 50 andere YouTuber suchen, die gerade im Hype sind, mach mir daraus ein Intro und kann diese dann komplett in den Text verwenden, oder was? Okay, tut mir leid, er kam im Intro vor. Dann habe ich mir aber ein zweites Video angeschaut, leider wieder komplett, um zu gucken, ob dein YouTuber vorkommt, der Rezo heißt. Leider. Nein, diesmal auch kein Intro. Und dann machst du dich darüber lustig, dass ich den Tag süßes Mädchen verwende. Und was sehen wir hier? Du benutzt süßes Mädchen, weil in deinem Video halt auch ein Mädchen bzw. eine Frau zu sehen ist. Du machst es selber. Also ausgerechnet, er schreibt süßes Mädchen in die Texte. Wie geil ist das denn? Okay, das ist schon... Oh, okay, 1-1, Leute, 1-1. Du siehst mich dafür, wir nutzen aber auch solche Tags. Bei mir ist es damn weird, bei dir aber nicht. Finde ich etwas komisch, Bro. Denn seine Videos sind einfach geschauspielerte Scheiße, indem er so gut wie... Okay, das ist echt lustig, dass er ausgerechnet auch süßes Mädchen drinstehen hat. Genauso wie Flakes das drinstehen hat. Das ist wirklich lustig, weil das ist halt... Das ist wirklich ganz komisch, Mann. Jedem Video Minderjährige und auch sehr oft Kinder unter 10 Jahren mit hineinzieht. Zwar schreibt er in seiner Videobeschreibung, dass die Videos auf fiktiven Handlungen basieren, aber for real, erstens, wer liest die ganze Videobeschreibung durch und zweitens sind seine ZuschauerInnen sehr oft noch sehr, sehr jung. Okay, du findest also, meine Videos sind geschauspielerte Scheiße. Kann ich voll und ganz verstehen. Ist deine Meinung? Denn meine Videos sind ja auch nicht an Leute in unserem Alter gerichtet, sondern an eine jüngere Zielgruppe, die diese Videos unterhaltsam und interessant finden. Die Aufrufe von einigen meiner Videos sprechen ja für sich selbst. Sehr, sehr oft wird auch das Wort Fake benutzt und ich finde einfach schade, dass dieses böse Wort immer benutzt wird, denn meine Videos sind Unterhaltungsvideos, Rollenspiele. Nicht alle Videos, einige Videos. Jetzt könnte man als Gegenargument nennen, okay, ein Rollenspiel ist ein Rollenspiel, man weiß, dass es ein Rollenspiel ist. Aber ich verpacke meine Videos so, dass sie echt rüberkommen. Und genau das ist ja mein Ziel. Die Videos sollen echt rüberkommen und so unterhaltsam wie möglich sein. Ein Beispiel dazu ist die Fernsehserie Berlin Tag und Nacht. Die sollten einige von euch kennen. Die Folgen sind wirklich unterhaltsam, habe ich früher auch gerne geschaut, weil man sich einfach mit den Rollen in der Serie identifizieren kann. Berlin Tag und Nacht hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie Videoausschnitte von den Folgen in der TV-Show hochladen. Und da wird auch alles echt dargestellt. Die Leute denken sogar manchmal, dass das Ganze echt ist. Denn dort wird auch nirgends vermerkt, dass das Ganze fiktiv ist oder zur Unterhaltung dienen soll. Ich habe es ja sogar in die Beschreibung geschrieben, aber das reicht ja auch nicht. Ich muss es ja am An der Stelle, da muss ich Flakes echt einen Schutz nehmen. Ich verstehe auch nicht, also am Anfang dachte ich auch so, ja, gutes Video von TJ. Nach dem Statement dachte ich mir, alter, sauschlechtes Video von TJ, weil er sich wirklich nicht damit auseinandergesetzt hat. Wenn der YouTuber sogar das noch in die Beschreibung packt und die Beschreibung ist auch nicht so lang und du siehst dann wirklich unten, ja, dieses Video beruht auf fiktiven Ereignissen, dann, und du greifst das in deinem eigenen Video auf und sagst, ja, das steht dort, aber er liest sich die Beschreibung durch. Sorry, aber wofür gibt es denn eine Beschreibung? Also wofür gibt es eine Beschreibung? Einfach um sowas auch zu kennzeichnen, einfach um sowas zu zeigen, ey, hier habe ich es geschrieben und ja, keine Ahnung, ich verstehe nicht, was ist da das Problem von TJ? Was ist das Problem von TJ, dass er dann diesen Punkt aufgreift mit, ey, wer liest sich schon die Beschreibung durch? So, warum gibt es da eine Beschreibung? Warum schreibt man dann irgendwas noch in die Beschreibung? So, das ist doch dafür da. So, also das ist doch genau für den Zweck, hat das Flakes eigentlich richtig genutzt, weil du musst ja nicht im Video erwähnen, ey, pass mal auf, das Ganze hier ist ein Fake-Video, weil dann guckt sich doch keiner das Video an. Ja, also von daher, was will er mehr? Anfang vom Video sagt... By the way, hat TJ halt zwei Videos angeguckt und sagt dann, ja, also das ist alles, das ist ja alles gefaked und sowas. Und somit komplett alles kaputt machen, dass sich keiner das Video anschaut. Und genau so ist es auch bei Berlin Tag und Nacht. Würden die am Anfang vom YouTube-Video sagen, dass das Ganze nur zur Unterhaltung dient und frei erfunden ist, würde sich keiner wahrscheinlich diese Folge anschauen. Und deswegen machen die ja gerade so viele Klicks über mehrere Jahre. Mein Ziel ist es, meine Community zum Lachen zu bringen und zu unterhalten. Mal abgesehen davon, was mit diesem Jungen passiert ist, mit der besorgten Mutter, denn dazu kommen wir jetzt. Denn wie eben erwähnt, habe ich die Mutter von dem 9-jährigen Sohn angeschrieben. Und nein, ich habe gesehen, die haben keinen Technomechel gehabt. Es geht darum, dass dieser Junge in einem Video von Flakes ausgenutzt wurde und auch gar nicht wusste, wie ihm da im Video alles geschieht und das Ganze auch alles gar nicht so wirklich wollte. Bevor ich euch jetzt erkläre, was in dem Video genau passiert ist, möchte ich mich bei der Mutter und bei dem Jungen wirklich von ganzem Herzen entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dass du im Nachhinein in den Kommentaren beleidigt wirst und dich dabei schlecht fühlst. Was ist der gute Sache hier? Wirklich ja. Leid. Und in Zukunft werde ich dieses Videoformat auch nicht mehr auf meinem Kanal bringen. Dieses Mobbing-Format gibt es auf meinem Kanal nicht mehr. Die alten Videos sind natürlich noch online, weil da sich keiner beschwert hat. Und Respekt. Muss man an der Stelle sagen, der nimmt ein ganzes Format offline, um dem ganzen Thema Mobbing sozusagen zu entgehen. Da muss ich sagen, der Umgang mit Kritik, das Standbild ist nice. Der Umgang mit Kritik von ihm sehr, sehr stark. Wirklich. Du kannst Fortnite. Ich bin auch kein Fan von Fortnite. Und Fortnite-YouTuber. Ja, ich meine, das sind Personen, die sind wie wir alle. Ja. Aber ich bin kein großer Fan von einfach Fortnite-YouTubern, weil die. Also nicht von jedem Fortnite-YouTuber. Es ist natürlich ganz klar. Mit Hey Stan habe ich gar kein Problem. Man hat sich auch auf der Gamescom mal so gesehen und die Hand geschüttelt. Aber an sich habe ich mit denen ja gar nichts zu tun, weil Fortnite halt einfach gar nicht mein Gebiet ist, ja. Gar nicht mein Ding.
und keiner damit ein Problem hatte. Jetzt hat sich jemand beschwert und es tut mir wirklich leid und diese Videos werden so in diesem Format nicht mehr auf meinem Kanal online. Respekt, in dem Video ging es nämlich darum, dass ich als No-Skin gespielt habe, also keinen gekauften Skin hatte, kein Geld dafür ausgegeben habe und diese zwei Jungs in dem Video mich mobben sollten, dass ich keinen Skin habe. Am Ende habe ich dann einen sehr seltenen Skin gezeigt und dann mussten die ausrasten und ich habe sozusagen deren Ehre genommen, wie ich auch in meinen Videos immer sage. Und das findet halt meine Community sehr unterhaltsam, aber es war natürlich nicht meine Absicht, dass dann im Endeffekt jemand, der im Video mitgemacht hat, beleidigt wird. Daraufhin hat Tim Jacken mit der Mutter und dem Sohn einen Discord-Call gehabt. Ich werde den Call komplett zensieren, man hört nur die Stimmen, denn ich will wirklich niemanden schaden, nicht, dass es da irgendwie wieder Probleme gibt. Dann hat er gefragt, wer kann gut schauspielern und hat ein gutes Headset. Also nur so zur Info, bei TJs Video, ja, war nur das Kind zensiert. Die Mutter war nicht zensiert, die wollte sich zeigen. Das sehe ich schon wieder als problematisch an, weil damit weiß man ja, das ist die Mutter von dem Kind, also wissen wir auch, welches Kind das ist. Ja, das ist komplett dämlich, check ich nicht. Er hat wieder Nein gesagt und ich habe gar nichts gesagt, aber dann hat er mich einfach drangenommen und dann hat er mich gefragt, ob das für mich okay ist, dann habe ich erstmal Ja gesagt. Hier erklärt der Junge, wie das Ganze entstanden ist, wie ich ihn kontaktiert habe und wie er dann dazu gekommen ist, in meinem Video mitzumachen. Er hat gesagt, dass ich ganz viele in meiner Lobby hatte, viele haben geredet, viele wollten mitmachen, aber seine Stimme hat sich echt passend für das Video angehört. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er auch selbst gesagt hat, ob er in dem Video mit dabei sein möchte, ob er was dagegen hat und er hat gesagt, nein, er hat nichts dagegen, er möchte in dem Video mitmachen. Er hat auch gesagt, dass er erstmal Ja gesagt hat. In der kompletten Aufnahme hat er sich nicht beschwert, er hat einfach problemlos mitgemacht, auch nach der Aufnahme hat er nichts gesagt und dann kam halt die besorgte Mutter zu Tim Jacken und hat sich beschwert, aber niemand kam zu mir. Deswegen konnte ich nicht wissen, dass der Junge im Endeffekt halt auch realisiert hat, dass es nichts für ihn war und er sich nicht dabei wohlgefühlt hat. Und dann am Ende solltet ihr nochmal so tun, als wenn das so krass wäre, was er für Skins hat und ihr sollt beeindruckt tun und sowas, oder? Ja, auch gut. Und nochmal ganz kurz nebenbei zu dem Interview, zu dem Discord-Call, das du mit dem Jungen geführt hast. Da haben auch einige in die Kommentare geschrieben, dass du das ganze Interview etwas manipuliert hast deinerseits, indem du den Jungen nur Fragen stellst, die er mit Ja oder Nein beantworten konnte. Da hätte ich gern die Sicht von dem Jungen ausführlicher gesehen, aber ja, ist ein bisschen blöd. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Falls ihr übrigens denkt, dass das ein einmaliges Videokonzept von ihm wäre und das nur einmal gemacht hat, lol, das macht er so fucking oft. Ja klar, ich habe viele Videos mit diesem Format hochgeladen, weil sich bis jetzt auch keiner beschwert hatte und ich nie Probleme damit hatte. Jeder war damit einverstanden. Ich sage auch immer am Anfang vom Video, ey, wenn du was dagegen hast, schreib... Da musst du sagen, also er nimmt jetzt dieses Format offline aufgrund von einer Beschwerde. Chapeau, ja, muss man wirklich sagen. So, also das kannst du halt nicht haten und so. Ne? Stark. Und deswegen schockiert mich umso mehr der Kommentar von Tim Jacken, ja. Wir merken uns das jetzt. Wir lesen dann den Kommentar nochmal durch. Wir merken uns das jetzt, dass er sogar das ganze Format offline genommen hat, ja? Merkt euch das bitte. Schreibt mich an, ich nehme das Video runter. Aber es ist nie was gekommen, nie hatte jemand Probleme und die Videos sind gut angekommen. Jetzt natürlich war es nicht meine Absicht, ein Junge wurde beleidigt, hat sich schlecht dabei gefühlt und wollte das Video runterhaben. Geiles Videokonzept auf jeden Fall, Digga, ne? Kleine Kinder das sagen zu lassen, was sie gar nicht wollen und dann mit sogar noch als Mobber darzustellen. Cool. Alles, was ihr quasi gesagt habt, habt ihr nicht gesagt, weil ihr es sagen wolltet, sondern weil er gesagt hat, ihr sollt das tun. Ja. Okay, du meinst jetzt, dass ich den Kindern das sagen lasse, was sie gar nicht möchten. Der Junge hat auch zugestimmt. Ich habe gefragt, ob er mitmachen möchte. Er hat Ja gesagt. Ich habe gesagt, um was es in dem Video geht. Er war immer noch damit einverstanden, da er dann auch mitgemacht hat. Die komplette Aufnahme hat er sehr gut mitgemacht. Klar, am Ende hat er es bereut. Das Video ist jetzt offline, aber er hat auch zugestimmt. Ich zwinge keinen, irgendwie zu reden oder mitzumachen. Und im Endeffekt können diese Leute, diese Kinder, auch die Lobby einfach verlassen, mich auf der Freundschaftsliste entfernen. Ich zwinge wirklich keinem zu irgendetwas. Aber von dir wird es halt leider so dargestellt, dass ich diese Kinder dazu zwinge, gegen deren Willen irgendwas zu tun, was sie nicht machen wollen. Aber meiner Meinung nach bin nicht nur ich schuld, sondern die Eltern von einem Kind haben auch eine gewisse Verantwortung. Und deshalb dann der Titel Kind wird missbraucht. Ja, oder Flakes missbraucht Kind und so. Das ist so ein weirder Titel einfach. Das schockiert mich immer noch, dass man so einen Titel nimmt, obwohl es nur um Fortnite geht und hier ein Kind nicht missbraucht wurde in dieser Art, wie man sich das jetzt denkt, sondern halt ein Kind sozusagen für eine Videoaufnahme ausgenutzt wurde. Aber dazu kommen wir ja dann auch noch, weil im Prinzip so krass ausgenutzt wurde das Kind gar nicht. Und sollten aufpassen, was dein Kind im Internet macht. Und wie man auch sehen kann, bin nicht nur ich der Meinung, sondern viele Abonnenten von dir haben genau das auch unter deinem Video kommentiert. Deswegen jetzt ein Appell an alle Eltern, passt auf, was eure Kinder im Internet machen. Ich habe jetzt nur ein gestelltes Fortnite-Video aufgenommen, aber andere haben da vielleicht ganz andere Gedanken. Und das Ding ist, Flake schreckt sogar nicht davor zurück, ja, noch jüngere Kinder in seine Videos mit einzubauen. Hier hat er zum Beispiel ein Video mit einem Kind gemacht, was sich halt Real Talk anhört, als wenn es irgendwie 5 oder 6 Jahre alt wäre. Bei mir backt es, Hilfe! Hä? Was passiert? Ich war hier am Backen. Was, hast du Kuchen gebacken? Und diesem vielleicht sogar noch per Definition Kleinkind sagt Flakes, er soll sich ein Video zum Affen machen. Wie hier? Ich frage mich, wie man sein Kind, also nicht nur in dem Alter Fortnite spielen lassen kann, so, das ist letztendlich trotzdem ein Shooter-Game, auch wenn es auf Spaß angelehnt ist. Erstmal verstehe ich das nicht. Ich würde mein Kind nicht ein Shooter-Game in die Hand drücken, wenn das Kind 7, 8, 9 Jahre alt ist. So ist jenseits von meiner moralischen Vorstellung, ein Kind damit so umgehen zu lassen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum guckt da mal das Elternteil nicht drauf, was das Kind im Internet macht? Alter, mit 8 Jahren, 9 Jahren wüsste ich gar nicht, wie Discord funktioniert. Das Kind checkt einfach, wie Discord funktioniert, wie es die Aufnahme mitmacht und was es machen soll und wie es Fortnite spielt. Also das ist schon krass und dass die Eltern davon nichts mitbekommen, ist halt eigentlich einfach nur heftig. Hier. Ja, warte. Hä? Was passiert?
Talk anhört, als wenn so Blake schreckt sogar nicht davor zurück, noch jüngere Kinder in seine Videos mit einzubauen. Hier hat er zum Beispiel ein Video mit dem Kind gemacht, was sich halt Real Talk anhört, als wenn so wie 5 oder 6 Jahre alt wäre. Okay, das hat man. Und diesem vielleicht sogar noch per Definition Kleinkind sagt Flakes, er solle sich im Video zum Affen machen. Wie hier. So, und bitte merkt euch das. Flakes sagt, die Kinder sollen sich zum Affen machen. Jetzt blendet er diese Videos ein. Mal schauen, wo wir sehen, dass Flakes das sagt. Oder auch hier. Oder auch hier. Cool, cooler Content auf jeden Fall, Flakes. Du wirfst mir jetzt also hier vor, dass ich diesem Jungen... Und habt ihr jetzt gehört, dass das Kind sich zum Affen machen sollte? Ich glaube nicht. Wie man gerade gesehen hat, gesagt haben soll, dass er sich extra lächerlich machen soll. Nein, das habe ich nicht getan. Er wusste, dass wir ein Video aufnehmen. Er wusste, um was es in dem Video geht. Aber ich habe ihm nicht gesagt, mach irgendwelche Tiergeräusche oder schrei rum, wenn du durch die Luft fliegst. Das hat er von sich aus gemacht. Das ist ein Kind. Die haben Spaß am Spiel. Er hat halt Faxen gemacht. Er nimmt es nicht so ernst und hat halt die ganze Zeit irgendwelche lustigen Sachen gemacht. Es kann ja auch sein, die haben halt vor der Aufnahme, haben die halt abgesprochen, ey, du kannst auch gern lustige Geräusche machen, wenn du Lust hast und sowas. Also nicht auf Zwang, sondern einfach, wenn du Bock hast, kannst du das machen. So, dann ist das doch auch gar kein Problem. So, dann kannst du ihm das doch nicht vorwerfen. So, und aber Tim stellt es jetzt so hin wie, Flakes hat ihm das in der Aufnahme befohlen, dass er das machen soll, damit das Video lustig rüberkommt auf Krampf. Was halt Quatsch ist, ne? Also beziehungsweise wofür es keine Beweise gibt. Kann ja trotzdem sein, dass es Flakes gemacht hat und er lügt jetzt hier. Aber ich muss an der Stelle einfach sagen, so, wenn es keine Beweise gibt, und du kannst eigentlich nichts dazu sagen, dann sollte man den Punkt in der Hinsicht vielleicht sogar rauslassen. Ja. Weil er hat sich jetzt auf ein Video bezogen, was er sich angeguckt hat auf dem Kanal von Flakes und hat sich so gedacht, ey, Flakes hat ihm das, der hat ihm das befohlen, das zu machen. So, und dann frage ich mich, wo hier das Kind missbräuchlich ausgenutzt wurde, obwohl eigentlich alles fein ist, zumindest noch hier. Ja. Du kannst mir doch nicht sagen, dass ich dem Jungen gesagt habe, mach jetzt irgendwelche Wolfsgeräusche, wenn du einen Wolf siehst oder wenn ich dich jetzt hochbooste und du in der Luft bist, schrei bitte rum. Nein, das habe ich nicht getan, Bro. Das hat er von sich aus getan. Er wollte lustig sein, er war froh, dass er mit mir ein Video aufgenommen hat. Ich find's auch schade, dass man immer nur die schlechten Dinge in einem sieht. Denn einen Tag später habe ich mit demselben Jungen eine Challenge aufgenommen, wo er pro Kill einen Skin sich aus dem Shop aussuchen durfte. Und hier könnt ihr jetzt auch sehen, wie ich dem Jungen dann wirklich Dinge für fast 50 Euro aus dem Itemshop geschenkt habe. Geschenk kaufen und verschicken des Geschenks. Die kriegst du natürlich auch. So, was willst du noch? Dein Ernst, du machst mich ja echt noch pleite. Okay, hier, für dich. Ich noch schwarze Violette. Okay, das ist das fünfte. Oh Mann, der... Das muss man wirklich sagen, es gibt kaum jemand, der das macht. Gerade bei Fortnite-YouTubern muss man einfach sagen, die Vergangenheit hat oft bewiesen, dass da vieles gefaked ist und dass die halt nicht bezahlen. Er macht es halt wirklich auch so vor der Kamera und zeigt das auch. Und da muss ich sagen, Respekt dafür. So, da gibt es halt nichts wirklich zu kritisieren. Das ist aber wieder das Problem, wenn man sich halt nur ein Video rauspickt, dann dieses eine Video kritisiert, gar nicht weiß, dass es ein Storytelling ist und dass es natürlich mit Absicht gefaked oder gespielt ist, steht ja auch in der Beschreibung, und dann kommt halt sowas bei raus, ne, und da muss ich halt einfach, da kann ich einen Tim Jacken, auch wenn der ebenfalls so ein Meinungsblocker ist, kann ich ihn da nicht wirklich in Schutz nehmen, ja, auch wenn ich absolut kein Problem, ich habe wirklich kein Problem mit ihm, ne, das möchte ich an der Stelle sagen, weil einige dann gedacht haben, so als ich damals die Videos gemacht hatte, waren zwei Videos mit dazu, unter anderem mit Tim Jacken, da haben einige so gesagt, ey, ja, das hab's genommen und ja, kann ich auch nicht leiden, bla bla. Nein, es geht mir gar nicht darum, irgendjemand da Hops zu nehmen oder nicht leiden zu können oder so. Ich kann Tim Jacken leiden, aber diese Art und Weise mit diesem zum Beispiel dieses überhebliche Exposed, der wurde exposed, Max Emre exposed, Jota exposed, jeder mögliche wird exposed, zerstört, die Zerstörung von Jota, bla bla. So dieses, ich habe jetzt gerade jemand die Ehre genommen. Oder ich bin jetzt davon überzeugt, dazu kommen wir, glaube ich, nachher, kommt dann noch ein Ausschnitt, so, ja, und da habe ich auch Beweise dafür. So, dann kommst du die Beweise und du denkst dir so, wenn du jetzt das Statement von Flakes hörst, ey, alle Beweise sind nichtig, die du eigentlich hast, weil du hast das Prinzip des Kanals nicht verstanden. So, und Flakes labert halt hierbei auch keine, also zumindest, man sieht es ja auch mit Beweisen, er labert keine Scheiße. Und umso schockierender ist dann dieses Statement von TJ unter diesem Video. Das ist eigentlich am schockierendsten, ja. Der arme Junge, ich habe ihn ja richtig bloßgestellt im Internet. Und nein, Flakes, deine ZuschauerInnen rallen nicht, dass das alles Fake-Content ist und alles gestellt ist. Und das werde ich jetzt auch beweisen. Pass auf, ja. Hört euch das an, wie selbstüberzeugt er das jetzt sagt, ja. Wir machen das jetzt auf Standard mal ganz kurz. Wie überzeugt und er das? Und nein, Flakes, deine ZuschauerInnen rallen nicht, dass das alles Fake-Content ist und alles gestellt ist. Ja, wie willst du das jedem erklären, dass es Fake ist und gestellt ist, ja. Ja, es gibt vielleicht irgendwelche Vierjährigen, die noch nicht lesen können, da könnt ihr halt nicht in die Beschreibung gucken, aber ansonsten hat er dafür schon einiges getan. So, und jetzt guck mal, wie überzeugt er das jetzt sagt. Und das werde ich jetzt auch beweisen. Das werde ich jetzt auch, so dieses leicht schwer Überzeugte, dass er jetzt ihn exposen wird und Hops nehmen wird, ja. Und wir gucken jetzt, wie krass er ihn Hops nimmt.
Denn er hatte mal eine Videoreihe mit der YouTuberin Zeno. Jedoch macht diese Zeno jetzt keine YouTube-Videos mehr. Zumindest ist ihr Kanal auf jeden Fall tot. Und was macht man als alter Fortnite-Hase, wenn man Videos mit einer YouTuberin aufnehmen möchte, die aber keinen Bock mehr auf einen hat? Du willst mir also jetzt klar machen, dass die YouTuberin Zeno anscheinend keine Videos mehr mit mir macht, weil sie angeblich keinen Bock auf mich hat? Woher hast du diese Info? Hast du mit Zeno Kontakt aufgenommen? Hast du mit mir Kontakt aufgenommen? Ich weiß ja nicht, woher du diese Info genommen hast. Richtig, man nimmt einfach irgendeine x-beliebige Person, sagt, dass sie ihre Stimme ein bisschen verstellen soll und belügt die Zuschauer einfach, indem man sagt, ey, das ist hier übrigens wieder Zeno. Weil das hier ist die Stimme von dieser Zeno. Nein, also, hallo? Und das hier ist die Stimme von dieser Zeno, mit der Flex versucht, ein paar Klicks abzugreifen. Naja, Flexi, weil du weißt, ich geh's ab. Also man hört ganz genau, dass es nicht die gleichen Personen sind, ne? Also ist ja offensichtlich. Alter, einfach nicht gut. Digga, WTF, das ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Oha, Tim, du bist ja ein richtiger Hobbydetektiv geworden. Props gehen raus. Aber so war das leider nicht. Du sagst mir nämlich, dass ich eine Fake-Zeno engagiert habe, die echte Zeno ersetzen sollte. Nein, darum ging's gar nicht. Denn hättest du die ganze Story verfolgt, hättest du gecheckt, um was es geht. Denn ich habe in der Story keinen Kontakt mehr zu Zeno gehabt. Und deswegen hat sich eine Fake-Zeno einen Fake-Account erstellt und mich sozusagen kontaktiert und wollte mich in diesem Video verarschen und so tun, als wäre sie die echte Zeno. Das war auch nur ein einmaliges Video. Ich hatte nicht mal vor, mit ihr die komplette Story weiterzuführen. Nein, das war's nicht. Und das haben natürlich auch meine Zuschauer gecheckt, denn ich habe in den Videos öfters nachgefragt. Leute, was denkt ihr? Ist das die echte Zeno? Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Irgendwas ist da faul. Hey Leute, hört ihr das? Wie sie stottert? Und wie komisch sich ihre Stimme verändert? Kann es sein, dass da irgendjemand aus der Community Zeno faken möchte? Also er sagt sogar, also ich weiß nicht, ob PJ überhaupt das Video angeschaut hat, dass er sowas raushaut und denkt, er hätte jetzt jemand exposed. Wenn sogar Flakes in dem eigenen Video sagt, sag mal, kann das sein, dass es gar nicht Zeno ist? Ja, zumal auch dort Zeno ohne O geschrieben wurde, sondern mit Q geschrieben wurde, damit das, ja, keine Ahnung, Mann, also das ist halt so offensichtlich, dass es fake ist und dass er das auch so wollte, weil wie gesagt, das ist ein Storytelling und in dieser Story ging es halt darum, dass jetzt auf einmal eine Zeno wieder auftaucht und Flakes kriegt jetzt raus, ey, das ist gar nicht die echte Zeno. Oder durch die Zuschauer kriegt er das raus. So an sich ist das kein verwerfliches Thema und das ist auch nichts, was man da jetzt, was jetzt exposed wurde, wo er jetzt hops genommen wurde oder so. Nein, eher Tim Jacken hat sich damit halt selber keinen Gefallen getan mit dem Video. Es war ja offensichtlich, dass es nicht die echte Zeno war. Denn es war nämlich ein 14-jähriger Junge in dem Video, der seine Stimme verstellt hat. Ey, kein Plan, was ich jetzt falsch sagen soll. Wäre auf jeden Fall cool, wenn du dieses Video hier löschen könntest, weil eines der minderjährigen Kinder, was im Video ist, das halt eben nicht online haben möchte. Du willst auf jeden Fall, dass das Video wieder runterkommt, oder? Ja. Wie gesagt, ich kann es nicht rückgängig. Auch diese Frage, du willst doch bestimmt, dass es runterkommt, oder? So dieses... Er muss eigentlich mit Ja antworten, so als ob er jetzt Nein sagt, der Junge. Ich entschuldige mich jetzt nochmal, es tut mir wirklich leid. Das Video habe ich ja auch direkt runtergenommen, nachdem ich dein Video gesehen habe. Er hat auch gesagt, er spielt nochmal mit uns und gibt uns einen Skin und so. Was ich aber nicht glaube, weil er das sowieso nicht macht. Weil er sagt immer morgen und morgen. Jeder Mensch macht mal Fehler und ich sehe meinen Fehler auch ein. Hier habe ich dem Jungen versprochen, dass ich mit ihm nochmal zocken werde und ihm auch was aus dem Itemshop schenken werde. Wenn du das wirklich noch möchtest, können wir das gerne machen. Dann kann ich mich auch nochmal bei dir persönlich entschuldigen. Privat einfach eine Runde zocken, ohne Aufnahme. Ich würde mich dann auch gern persönlich bei deiner Mutter entschuldigen. Es tut mir wirklich leid und es wird auch nicht mehr passieren. Und ja, das war jetzt sozusagen mein Statement zu dem Video von Tim Jacken. Muss doch sagen, Respekt, ja. Wirklich ist ein sehr, sehr gutes Statement, sehr einsichtig. Also wirklich hat viel Einsicht gezeigt, sogar das Format aufgegeben für diese Sache, hat sich wirklich entschuldigt, hat gesagt, ey, hier, wir zocken nochmal eine Runde und so, alles cool. Und ist wirklich gut drauf eingegangen, hat aber auch Dinge, die falsch waren, auch ganz klar aufgezeigt, auch sehr gut aufgezeigt, muss man an der Stelle sagen. Und wir gehen jetzt mal auf diesen Kommentar, ja. Wir wissen jetzt, er hat vieles widerlegt, ja. Er hat fast jeden Punkt von Tim Jacken hat er widerlegt und ihn sozusagen die Hops genommen. Und anstatt jetzt Tim Jacken sagt, ey, ich habe das Video gesehen, ey, ich habe ein paar Fehler gemacht, es tut mir leid, dass ich ein paar Fehler gemacht habe, kommt jetzt dieses Statement, was mich übrigens auch so ein bisschen schockiert hat. Hey, erstmal cool, dass du noch ein Statement gemacht hast. Mit einigen Punkten stimme ich zwar nicht so überein, wie du sie wiedergegeben hast. Übrigens, wiedergegeben ist mit E geschrieben, aber egal. Plus ein paar faktisch falsche Sachen hast du hier auch im Video drin, aber ist mir for real sehr egal. Ich finde es einfach sehr gut, dass du dir ein paar Gedanken über deinen Content machst und ihn dementsprechend auch ein bisschen umstellst. Falls du noch über was quatschen willst, slide gerne meinen Insta-DMs. Also da denke ich mir auch so, ist das dein Ernst, TJ? So, schreib doch mal, also erstmal, wenn du schon siehst, dass ein paar faktisch falsche Sachen sind, dann schreib's doch bitte in die Kommentare, welche Sachen denn faktisch falsch sind, weil daraus kann er jetzt auf jeden Fall nicht lernen. So, und anstatt vielleicht doch einfach mal zu sagen, ey, in einigen Punkten hast du recht, weil hier hat er auch aufgezeigt, dass Tim Jacken mit dem Zeno-Thema zum Beispiel auch komplett reingeschissen hat, da wird halt gar nichts reingeschrieben, sondern, ja, gut, dass du mit über dein Content da Gedanken gemacht hast und mein Video dir zu Herzen genommen hast. So, weißt du, wie das, oder wisst ihr, wie das rüberkommt? Tim Jacken, der teilt da gerne aus, ne? Der macht da ein Video und andere sollen sich ändern. Aber wenn ein Flakes ein Statement macht, kommt, ja, also es ist mir eigentlich for real scheißegal, was du hier sagst, ja. Ich finde es aber gut, dass du dir ein paar Gedanken über deinen Content gemacht hast. Wo ich wieder denke, Junge, ey, dann mach entweder ein Video, wo du das wieder gerade rückst oder hau wenigstens ein Statement als Kommentar hier raus, wo du sagst, was denn alles falsch ist, wenn doch so vieles falsch ist. Das checke ich nicht und das werde ich auch nicht checken können, weil da muss ich sagen, du kannst nicht nur TJ kritisieren, das ist einfach ein Statement, was so absolut nicht kritikfähig ist.
Ja, sorry, aber das ist einfach so. Und deswegen bin ich da schon enttäuscht von TJ, dass er so mit dem Thema umgeht, weil hier wurde irgendwie missbraucht, Kinder, das wurde einfach komplett falsch genutzt und jemand wurde hier Unrecht getan, ja. Also ich hoffe, dass er darüber nochmal nachdenkt und vielleicht in Zukunft einfach ein bisschen erwachsener reagiert. Das wäre ganz geil. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, lasst gerne Bewertung da und ich hoffe, euch hat's gefallen.